meine Lieben, heute gibt es ein Umziehvideo für euch. Das gab es schon ganz, ganz lange nicht mehr bei uns, aber es wurde gewünscht von dem kleinen Benetton. Der liegt jetzt hier, hat noch sein Outfit an und er bekommt jetzt ein neues Outfit an und das ziehen wir jetzt gemeinsam an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, meine Lieben, er hat hier so eine richtig süße Strickjacke an. Die haben wir ganz neu gekauft. Und die sieht so mini aus, aber die passt ihm, weil er selber ja so mini ist. Ich klaue ihm mal seinen Schnuller eben. Genau. Er hat noch so einen süßen H&M-Body an mit passender Mütze in so dunkelblau. In so blau-weiß gestreift. Und passender Mütze, wie gesagt. Richtig, richtig süß. Ich mag solche Farbkombis bei Babys total gerne. Genau, so sieht das aus. Die schnuckelig, der kleine Mann. Genau, und dann hat er noch so eine richtig coole H&M-Hose an. Auch richtig schön. So sieht die Hose aus. Die ist so ein bisschen verwaschen und sieht damit richtig, richtig cool aus, finde ich. Die ist in Größe 56 und kommt von H&M. Die Socken behält er an, er hat einfach so dunkelblau mit so weißen Streifen drauf. Den Body wird er auch anbehalten. Und die Mütze auch. Müssen nur einmal seine Windel einmal richten. Ich wechsle die nicht bei den Babys immer komplett, sondern ich mache sie einfach einmal ab. Mache sie so ein bisschen, entfalte sie so ein bisschen und mache sie dann wieder ran. Dann sieht das Ganze schon direkt viel besser aus und viel angenehmer fürs Baby. Dann kommt der Body wieder zu. Und dann gibt es jetzt einen kuscheligen Overall für den Kleinen. Den haben wir auch neu gekauft. Das ist dieser hier. Ebenfalls von H&M. Grau mit so weißen Sternen und ganz, ganz kuschelig. Unglaublich kuschelig. Und den wird der Kleine jetzt anbekommen. Der ist ebenfalls in Größe 50. Weil der Kleine heute mal einen kleinen Chill-Tag haben darf. Und dann muss man ja nicht immer in so Hose und Jacke. Dann einfach mal in so einem richtig chilligen Overall. Der ist auch richtig bequem für die Babys. Deswegen gibt es heute ein Overall für den Benetton. Bei den Overalls ist es immer so, dass die wirklich nur in der Größe passen, in die die Babys auch haben. Also Benetton ist ja 48 cm groß und dementsprechend braucht er Größe 50 und er trägt halt bei mir ganz oft 56. Aber bei Overalls ist es immer so, dass er wirklich 50 braucht, weil die sonst viel, viel zu groß sind. Aber jetzt passt er ja zum Glück. Hätte ich auch nicht gedacht, weil Overalls sehen eigentlich immer so richtig groß aus und richtig schwer und total unbequem. Aber ich glaube, das ist ziemlich bequem hier. Ich hätte auch gern so einen süßen Overall, Benetton. Wollen wir tauschen? Genau, das kleine Mal schon fertig. Ganz, ganz kurzes, kleines Umziehvideo. So sieht der kleine Mann jetzt aus. Richtig kuschelig eingepackt und er guckt so traurig. Richtig süß, oder? Schnucki-Baby. Genau, die sehen halt immer noch so ein bisschen groß aus. Also Overalls finde ich bei Babys immer nicht so schön. Aber es sieht trotzdem total süß aus. Schnucki-Baby. Ist aber auch noch so ein Schnuller. Den mache ich jetzt hier auch noch fest. Und dann kann der kleine Mann wieder ins Bettchen.